Hallo zusammen, heute beschäftigen wir uns das Thema vom Gen zum Genprodukt. Und wie werden sich die DNAs bzw. die RNAs reproduzieren? Da kommen wir zuerst die Transkription, allererster Schritt der Proteinbiosynthese. Was ist denn die Transkription? Transkription ist aus lateinischem transcribere, also umschreiben bzw. überschreiben. Die Transkription kopiert die DNAs in eine Message, deswegen nennt man mRNA, also Messenger-RNA. Solche Transkriptionen finden bei Eukaryoten im Zellkern statt oder hingegen bei Prokaryoten im Zellplasma statt. Wir erklären euch, wie die Transkription bei Prokaryoten funktioniert. Transkriptionen bei Prokaryoten. Prokaryoten, Prokaryota bzw. Prokaryonten, Prokaryonta bezeichnen das zelluläre Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen. Also Pro bedeutet vor und Karyo bzw. Karyon bedeutet Nuss bzw. Kern. Vorherige Bezeichnungen gelten als Prokarya und Monera. Prokaryoten sind kleine einzellige Mikroorganismen. Unsere Zutaten für die Transkription bei Prokaryoten of course. Einen DNA-Strang als Matrize, der kopiert wird. Die Nukleosid-Triphosphat-ATP-CTP-GTP-UTP als Bausteine der RNA-Synthese. Dazu kommen drei Schritte zum Transkribieren. Erstens Initiation, zweitens Elongation und drittens Termination. Wir erklären euch erstmal die Initiation. Die DNA besteht aus zwei Strängen, dem Senzstrang und dem Antisenzstrang. Im ersten Schritt der Initiation erfolgt die Bindung der RNA-Polymerase an die DNA. Also viele Enzyme, das könnt ihr als RNA-Polymerase nennen, entsorgen dafür, transportfähige einzelsträngige DNA-Kopien der mRNAs anzufertigen. Dieses Enzym bindet an eine spezifische Region der DNA, den Promotor, der die typische 5-THTRAT3-Sequenz beinhaltet. Trotz der DNA aufgetrennt wird, wurde die DNA sich im Laufe der Evolution kaum verändert.